Leider hat es wohl dem Mikro aufgrund der Kälte den Ton verschlagen, daher synchronisiere ich nach. Der aus meinem letzten Video bekannte Spot ist nun schneebedeckt. Minus 5 Grad Lufttemperatur, der Fjord hat noch 7 Grad. Allerdings ist durch die Schnee- und Regenfälle der letzten Tage jede Menge Eiswasser in den Fjord geraten. Bedingungen also, die zum Beispiel früher bei mir am Rhein völlig aussichtslos gewesen wären. Handschuhe sind bei diesem Wetter Pflicht, sonst wird der Köderwechsel schnell zum Problem. Meine eigentlichen Winterangelhandschuhe befinden sich allerdings noch im Container, sodass ich hier mit ein paar Ersatz-Skihandschuhen angeln muss. Das Werfen und der Griff an der Rute lassen dadurch zu wünschen übrig. Es ist übrigens der 6. Januar um 14 Uhr hier in Westnorwegen. Wie man sieht, ist es alles andere als dunkel, wie viele glauben. 5 Stunden Tageslicht hat man etwa schon, natürlich nicht bei voll hochstehender Sonne. Ich habe hier den Spot gewechselt, mein Angelinstinkt sagte mir, dass ich im Hafen wohl keinen Erfolg haben werde. Eine Zone mit Seetang hatte mich angelockt, zudem eine Kante mit wirklich starker Strömung, hier sollte es doch Fisch geben. Optisch wirklich ein Traum, dieser Spot mit Schiffswrack, oder? Klassischer Vorhanddrive und Passierschlag. Punkt. Ein kleiner Pollack, der gleich in Kältestarre verfallen ist, aber unter solchen Bedingungen freut man sich über jeden Fisch. Was mir schon bei einigen Fischen aufgefallen ist, auf dem Schuppengleit laufen und springen einige Lebewesen hin und her, sehen aus wie Flöhe oder Läuse. Vielleicht weiß einer von euch genau, was das ist und schreibt es mir bitte in die Kommentare. Da ich Fischfrikadellen machen wollte, kam mir der Pollack gerade recht. Fehlt nur noch ein zweiter. Bei dem Kraut muss man den Fisch schnell hoch und vor allem rausbekommen. Ansonsten geht selbst ein kleiner Fisch in Tonnen von Kraut verloren. Ein schönes Tangtan-Muster zeigte sich auf diesem Pollack. Und schnell nach Hause damit ins Warme, in die Küche.